vorwärts. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los! Ja! Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Yeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Aber Yeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Und trotz all dem wollte dein Vater nie von hier weggehen? Nein. Bei ihm zählt der Spuk einfach mit zu dem Land. Wie die Felsen und der Wüstensand, das wird nicht verschwinden, also muss man einfach damit leben. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Nein. Nein, ich versteck gar nichts. Oh, das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später.
Pumpe läuft jetzt wieder. Die Soldaten im Fort. War das etwa Yeichizo? Ja.
Zeig dich mir wieder links! Meiner Vision. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was.
Norden zurück ins Haus von Paar! Paar, hol den Wagen! Ich glaube nicht, dass das hilft. Es gibt nichts, was wir tun können. Mein Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Meine Schuld. Ich habe alles aufgewühlt. Ich hätte nie herkommen dürfen. Ich bringe nie irgendwas Gutes mit mir. Die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Sie waren verloren, voller Hassgefühle auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren, sie sind die Wächter rund um euer Haus. Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hat. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen!
Feuer anzünden vor dem Haus. Gehen wir noch alle drauf! Fuck! Fuck, uns fehlt noch eine Seele!
Kein weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land. Sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Thank you.
Es steht also fest. Du willst weg. Ich habe da noch was zu tun. Weißt du, ich habe gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Aber vielleicht ja auch nicht. Damit kann ich anderen Menschen helfen. Herausfinden, wer ich bin. Du hast viel für uns getan. Und für das Vermächtnis unseres Stammes. Wie soll ich dir nur danken? Wenn du nicht findest, was du erhoffst, komm wieder her. Du hast ein Zuhause. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, Corey. Ich werde dich niemals vergessen. Ashki wird bestimmt sehr traurig ohne dich sein. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Läuft wieder. Sie gehört dir. Sieh es als kleinen Dank an. Danke.